Hallo liebe Wanderfreunde, wir befinden uns hier vor der Burg Blankenberg und wir gehen heute den Natursteig-Sieg, die dritte Etappe. Ja, der Ort Blankenberg hat seine Stadtrechte schon im 13. Jahrhundert bekommen, ist eigentlich ein total kleines Städtchen, hat aber wie gesagt trotzdem aufgrund dieser mittelalterlichen Geschichte diese Rechte erhalten. Ja, und von diesem kleinen Örtchen führt uns der Weg bis nach Merten. Das sind ungefähr 13 Kilometer und knapp 300 Höhenmeter. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie die Strecke so ist, dann kommt doch einfach mit. So, wir sind jetzt gerade bei Kilometer 5 und wie ihr hier seht, haben wir das Bergfest erreicht, den höchsten Punkt der Tour. Und bisher müssen wir echt sagen, hat uns die Tour sehr gut gefallen. Also wir waren ja durch Blankenberg gegangen, ein sehr schöner kleiner Fachwerkort,
und danach noch durch das schöne Ahrenbachtal, hat uns beides wirklich super gefallen. Der einzige kleine Wermutstropfen war, dass die Burg geschlossen hatte, obwohl auf der Internetseite nichts von einer Schließung stand. Wissen wir auch nicht, womit das zu tun hat. Aber bisher, wie gesagt, ansonsten top. Ja, kürzer Zwischenstopp. Hier kann man sich etwas erfrischen und das nutzen wir jetzt, die Gelegenheit. Prost! Wir sind in Merten am Bahnhof angekommen. Wir sind ganz stolz, dass wir es doch noch in der Zeit geschafft haben, weil wir für den ersten Teil wirklich recht lange gebraucht haben und uns da auch viel Zeit gelassen haben und nochmal eine Pause eingelegt haben. Die Strecke, können wir abschließend sagen, lässt sich auf jeden Fall sehr klar in zwei Teile unterteilen. Der erste Teil, der hat uns sehr begeistert. Beim zweiten Teil war das leider nicht so. Genau, weil im zweiten Teil eben viele Wege über breite Wege führten, teils asphaltiert, teils geschottert. Und das hat uns halt nicht so gut gefallen. Also man muss wirklich sagen, wenn man der ersten Tour hier ungefähr 8 Punkte geben würde, könnte man der zweiten Tour dann leider nur noch 4 Punkte geben, sodass wir am Ende zur Wertung von 6 von 10 Punkten für die gesamte Etappe gehen. Vielleicht kleiner Tipp von mir, wer nur den ersten Teil gehen möchte, der hat auch die Alternative, den Erlebnisweg Burgweg zu gehen. Könnt ihr mal bei mir hier auf dem Kanal gucken, ich bin den auch schon gegangen. Der würde mir als Gesamtkomposition besser gefallen als hier diese Etappe. Aber noch eine letzte Sache möchte ich gerne noch anbringen zur Burg in Blankenberg. Und zwar, was mich sehr geärgert hat, war, dass ich im November vor 1,5 Jahren schon mal diesen Weg gegangen bin und dort vor verschlossenen Türen stand, weil die Burg im Winter geschlossen hat, sodass ich jetzt extra im Internet nachgeschaut hatte, ob die Burg geöffnet hat oder nicht. Und es wurde gesagt, dass April grundsätzlich die Burg geöffnet hat, auch jetzt am Wochenende, gar kein Problem. Ja, und jetzt standen wir eben vor verschlossenen Türen und das kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Also es stand auch nichts davon wegen Corona oder so, es war einfach nur zu. Das heißt, die Hauptattraktion, die ich heute mit dieser Runde eigentlich verbunden hatte, war eben nicht möglich. Also da muss ich auch wirklich sagen, warum schafft es die Stadt Hennef nicht, auf der Internetseite da eine Nachricht zu hinterlassen, hätte uns sehr weitergeholfen. Und das hat das Wandererlebnis auf jeden Fall da ein bisschen getrübt, also finden wir nicht so toll. Naja.
Trotzdem hoffe ich, dass ihr bei der Runde heute Spaß gehabt habt. Also wir hatten ihn trotzdem auf jeden Fall. Und ihr wisst, womit ihr uns eine Freude machen könnt. Abo, Like und kommentieren, wenn wir mit einem Herz quittieren.